das Wasser gerade rein. Was? Hier läuft so das Wasser gerade rein. Scheiße. Das ist voll. Oh, dieses Auto. Oh. Wow. Wir sind sicher im Auto. Ein Auto ist ein faradäischer Käfig. Ich glaube, es hagelt so bald. Alter, hier läuft so krass das Wasser rein. Das ist anormal. Es ist einfach abnormal, dieses Auto. Man geht aber auch die Welt, oder? Was machen wir denn jetzt? Was sag ich? Warum ist denn die Tür? Was ist? Andere Seite auch. Wir müssen irgendwo hinfahren, wo eine Brücke ist oder so. Eine Brücke fahren, das ist keine so schlechte Idee. Alter, wir müssen fahren. Fuck. Ja, dieses Auto, ey. Läuft es immer noch so schlimm da rein? Nee, gar nicht mehr. Dann ist das, weil wir quer standen. Ja. Alter Lachs, ey. Auf der anderen Seite? Nee, das ist alles gut. Hier ist die Brücke. Meine Hose geben. Ja. Was für ein Drecksauto. Dieses Auto, das regt mich manchmal so auf. Ich hab mir ja so ein bisschen, wo das hingelaufen ist, aber hier sieht alles so okay aus, aber es hat auch viel, glaube ich, das Polster hat auch viel aufgenommen. Ja, hier, das ist wie ein Schwamm hier, das Polster. Ganz ehrlich, das geht mir so auf den Sack. Oh Mann, so einen krassen Regen habe ich im Camper auch noch nicht erlebt. Herzlich willkommen auf The Sunny Side. Und jetzt, es hat aufgehört, es ist wieder trocken. Crazy shit. Und wie sieht's aus? Alles gut? Adventure! Ich sag das ja immer wieder. Abenteuer sind in dem Moment, in dem man sie erlebt, nie ganz so geil. Erst hinterher werden die coolen Geschichten daraus. Aber in dem Moment, in dem man drinsteckt, ist es meistens... Hier wird jetzt gerade das alles getrocknet von heute Nacht. Polster sind ein bisschen nass geworden, aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Es ist nämlich alles hier unten direkt da wieder rausgelaufen. Von daher alles okay. Irgendwo sind meine Sonnenbrillen. Ich habe ganz New York abgesucht nach einer passenden Sonnenbrille. Keine hat mir gefallen und zweitens, die kosten hier fast das Doppelte als bei uns. Irgendwo müssen meine Ersatzbrillen sein, ey. Hier sind sie! Hier sind sie! Ah. Oh.
raus aus der City. Jetzt ist mal Nature angesagt. Also ich bin jetzt auch... Also war cool, aber jetzt können wir auch mal ein bisschen adventuren wieder in irgendwo Natur. Es blüht hier alles. Es ist ein bisschen kühler als in New York gestern. Und, aber in New York war heute auch der Kälte. Ja, also das Wetter ist aber halt richtig Frühling und hier sprießen die Bäume und Blumen. Sehr schön, sehr schön. So, nach zweimal einem halben Tag Fahrt sind wir jetzt in Vermont angekommen, weil unsere große Route ist ja zurück nach Kanada und wir wollen bei Montreal über die Grenze fahren. Und hier in Vermont wollen wir noch zu Rovers North. Das ist hier der Teilehändler, wo ich mir auch die Wasserpumpe bestellt habe. Hier will ich mir noch Rücklichter holen. Und wir müssen, glaube ich, einmal unser Transfergetriebe gucken. Das klackert so irgendwie. Ich glaube, da ist der Übersetzungsgang ausgeschlagen. Den müsste ich da mal tauschen. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Vermont und ey, das ist so schön hier. Das ist richtig outdoor-mäßig und das ist genau das Richtige, was wir jetzt nach New York brauchen. Und wir haben uns für heute und für die nächsten Tage haben wir uns so einen Nationalpark rausgesucht mit Campground an einem See. Das sieht fantastisch aus. Und jetzt sind wir hier noch am Supermarkt, machen unsere Wassertanks voll, kaufen uns zu essen ein, weil wir in New York nichts hatten. Und dann geht's da auf den Campingplatz. Ich glaube, das wird sehr schön. Das ist der Supermarkt. Wir haben das Auto mit Kabelbindern genäht. Geilo, das erste Lagerfeuer. Angekommen. Grout Pound Recreation Area. Camping is permitted. Jetzt mal Feier. Darf man hier Feier machen? Ja, ne, da waren überall diese Feierding. 14 Days darf man hier stehen. Kann man 2 Wochen bleiben. Voll geil. Hier, guck mal. Und man kann eine Spende da lassen, sonst kostet das nichts. Und hier fährst du dann mit deinem Kanu lang, aber das ist jetzt bei der Jahreszeit, ist ja Quark. Ja, sieht auch gut aus. Also so für Notfall auf jeden Fall. Was ist das hier für eine Hütte? Ja, so Stockbetten, aber ohne Matratzen. Hm. Aber zu. Ah, hier ist das Fenster offen. Ach geil, hier ist sogar ein Kamin. Be aware, smoke from chimney leaks into room due to the cracked. Leave windows open if have fire. Da ist ein Thermometer, kannst du mal gucken? Wo? Hier. Wie war nochmal? 10 Grad. 10 Grad, ist ein bisschen kalt hier. Vor allem 10 Grad und ich laufe in Badehose. Das ist hier so ein richtiges Kohlenmonoxidgrab, das Ding. Aber geil hier und wir sind komplett alleine. Heute und jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch jetzt mal was. Weiser Voraussicht habe ich nämlich gerade im Supermarkt einen Riesensack. Guck mal, was wir alles eingekauft haben. Wir sind jetzt erstmal eine Woche autark, einen Riesensack Kohle gekauft und Sherry Wood Dings zum Smoken. Und die Idee, dass Caro einen Foodblock macht, finde ich genial. Und zwar werden wir den Dutch Oven hier einweihen, den wir mitgebracht haben. Und dann wird Caro darin was zaubern. Und guck mal, was ich hier noch. Aloha Traveler, Pineapple Shandy. Shandy heißt übrigens im Englischen Radler. Also wenn ihr im Englischsprachigen seid und Radler wollt, müsst ihr ein Shandy bestellen. Und hier ist der See.
kann man hier immer zelten an den Rändern. Genau. Und was der absolute Oberknaller ist, die haben hier überall schon Holz hingelegt. Hammer. Das Einzige, was halt richtig kacke ist, dass hier keine Dusche gibt. Ja, die bauen wir uns. Dusche bauen wir uns. Wieso? Also viel Wasser haben wir doch gar nicht. Achso. Nehmen wir halt das Seewasser, das machen wir warm und dann zum Duschen reicht das doch, oder nicht? Ja. Oder wir gehen schwimmen. Dürfen wir hier schwimmen gehen? Ich gehe da nicht. Ich friere. Ja, wir werden schon was finden zum Duschen. Direkt neben dem Auto hier ein Holzstapel. Mega. Woo! Oh, macht Spaß.